Wir betreten das Grab der altvorderen, also der vergangenen Menschen, hier in der verbotenen Stadt, wenn die so, glaube ich, heißt sie so. Die hieß so verbotene Stadt oder sowas. Und wir bewegen uns da jetzt durch in... Oh, ein Roboter. In Mutant Year Zero auf dem Weg nach Eden, dem sagenumwobenen letzten Ort, an dem noch die Altvorderen leben, also sprich die Menschen aus unserer Epoche vor der großen Katastrophe. Und mutmaßlich auch die Erschaffer dieser Tier-Hybriden, die wir hier die ganze Zeit spielen. Dummerweise ist der Weg zur nach Eden, ins Paradies, wenn man so will, also in eine wahrscheinlich relativ große Bunkeranlage, wo noch irgendwie Leute von heute leben. Leute von heute. Ist gepflastert mit Gefahren, wurde uns mitgeteilt. Nämlich eine uneinnehmbare oder unbetretbare Stadt. Eben die verbotene Stadt. Hier sieht man schon, hier sind noch so Mimir Z600, also diese großen Kampfroboter, die ja auch von diesem überlebenden Leuten in Eden wohl gebaut und ausgeschickt werden. Mal gucken, ob wir hier noch mehr von denen begegnen. Die erste Begegnung mit den Teilen war ja erstmal ganz okay eigentlich. Also, gleich das erste Mal, wo ich so einen Teil getroffen habe, oder beziehungsweise gesehen habe ich vorher schon mal einen, aber das erste Mal, wo ich gegen einen antreten musste im Kampf, habe ich den ja in einer Runde mehr oder weniger weggebratzt. Was natürlich nur einen perfekten Einsatz einer Handgranate lag. So, noch sehe ich hier auch keine Gegner. Ich nehme mal an, das ist jetzt hier schon so der Eingangsbereich von der verbotenen Stadt. So richtig schwer zu... Oh, da hinten sind schon welche. Ich wollte gerade mich beschweren, so richtig schwer ist es gar nicht hier reinzukommen. Aber wahrscheinlich muss man halt vorbei an den ganzen Robotern. Und da wird es dann herausfordernd. Aber noch kann ich mich hier ganz gut bewegen. Eine Notiz. Central Command has caught our project. Effective immediately. Those ignorant cretins are afraid of what wonders we have accomplished. Under the cover of night, I gathered the surviving young and we made our escape into the zone. We are heading to an abandoned facility which remains unmanned since the war. I shall not let my magnum opus be destroyed by those fools. Kann es sein, dass dieser Dr. Ingmar Edison, dass das einfach der Älteste ist bei uns in der Arche, der mit seinen Kindern, also mit seinen Experimenten, sprich uns, diesen Tier-Mensch-Hybriden, diesen Mutanten in eine leerstehende Einrichtung, die Arche, geflohen ist. Keine Ahnung. Ist jetzt mal eine Theorie, stelle ich jetzt mal so in den Raum, dass sich rausstellen wird, dass der Älteste, von dem wir ja zufälligerweise auch nicht seinen echten Namen kennen, sondern nur wissen, dass er der Älteste ist. I've seen these things flying around the sky. Genau. Dass das sich am Ende rausstellen wird, als dieser Ingmar Edison, von dem wir hier schon seit Beginn des Spiels die ganze Zeit diese Tagebucheinträge finden. Darüber, wie er experimentiert hat und wie er dann unzufrieden war und seine Chefs unzufrieden waren und er dann jetzt hier geflüchtet ist mit offensichtlich einigen der Experimente, also seinen Kindern. Ich nehme halt, wie gesagt, an, dass es sich dabei um Experimente handelt, weil wir ja schon geklärt haben über die Tagebucheinträge zuvor, dass er ein Wissenschaftler ist, war, wie auch immer. Er hat mit Wissenschaft zu tun. Und Wissenschaft ist was Wissenschaft, bekanntermaßen. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Da hinten ist noch ein Mimir 200, also diese kleinen Schweberoboter. Bumm. Momentan sehe ich davon aber auch tatsächlich hier nur einzelne. Around. Na, vielleicht die Straße runter? Egal, ist ja... Ach komm, Straße runter ist absurd. Allein der Gedanke. Ich schaue mich natürlich jetzt hier noch ein bisschen gründlich um. Ich will ja nichts verpassen. Vor allen Dingen keinen Schrott, der hier irgendwo rumliegt.
Denn wer das Schröttchen nicht ehrt. Ja, na, die Leute waren halt unter Quarantäne hier, ne? Da kann man dann natürlich auch nicht so einfach raus. Dafür ist ja so eine Quarantäne auch ein Stück weit da. Stufe 60 sind die Dinger, ne? Das ist schon... Will man sich mit denen anlegen? Die Antwort lautet in jedem Fall nö. Also Stufe 60 ist schon ein bisschen krass. Ich meine, ich bin Stufe 51. Die sind mir also leicht bis mittelstark überlegen. Guck mal, hier kommt man doch an dem Loch vorbei ohne Probleme, ohne Not. Einfach vorbeilaufen. Und in den nächsten Kampfroboter rein. So, was hast du denn hier? Was liegt denn hier Schönes? Hallo? Plündern, 10 Schrott. Sehr gut. Oh, da ist ein großer. Der ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hi. Okay, also dann schlage ich vor, wir provozieren jetzt mal nicht die kleinen Z200, damit wir mit dem großen uns gar nicht erst anlegen müssen. Weil ich gar nicht so genau weiß, ob die großen tatsächlich die größere Gefahr sind. Also, der große hat sogar weniger... Ne, der hat genauso viel Energie und Panzerung. Okay, die sind ungefähr gleich stark, was die Abwehr angeht. Ach du Scheiße, wie soll man denn hier? They could stop the plague with these checkpoints. The only way to stop it was to stay here and never leave. I'm starting to think their world was worse than ours. Eden's starting to look real good right now, isn't it? Let's keep moving. Okay, also ist die Frage, ob das tatsächlich der Sinn der Sache ist, sich hier so durchzulavieren, hier so durchzuschleichen. Aber da ich keine andere Lösung sehe, um hier durchzukommen, mache ich das jetzt einfach mal so. Weil jetzt gegen die alle, gegen einen davon würde ich schon ankommen, aber gegen jetzt irgendwie drei oder vier von der Stärke, halte ich für nahezu unmöglich, das zu überleben. Deswegen schleiche ich jetzt hier mal so ganz frech an denen vorbei und plündere alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Seht ihr diese Burnmarks? This thing was shocked with electricity. Uh-oh. Cool. Elektroschocks. Hier ist noch eine Notiz. Yay. Ihre Reise hat gerade erst begonnen. Beginnen Sie fernab der Erde ein neues Leben. Mimir hat noch Kapazitäten in unseren luxuriösen Orbitalanlagen. Hm, da kann man Ihnen nur wünschen, dass Sie, wenn Sie auch so eine Wall-E-artige Flucht ins All unternommen haben, dass sie da erstens nicht so verfetten wie die Leute bei Wall-E und zweitens die Plage nicht mitgekommen ist, die rote Pest, die sie da irgendwie hatten hier alle. Wissenschaftler finden bei uns grenzenlose Forschungsmöglichkeiten vor. Kampfbereiten Bewohnern bieten wir eine extraterrestrische Militärausbildung ohne irdische Moralvorstellung. Oh, das klingt toll. Schwangere haben Zugang zu einer modernen prä- und postnatalen Versorgung. Nutzen Sie die in diesem Kit enthaltenen Utensilien, um sich mit folgenden Proben bzw. Unterlagen für ein perfektes Leben jenseits der Sterne zu bewerben. DNA-Abstrich, Sperma, Eierprobe, Blutprobe, Beglaubigung, Zertifikate, Anmeldedaten für soziale Medien. Das ist wichtig. Wir freuen uns darauf, gemeinsam eine strahlende Zukunft zu erschaffen, sagt Mimir Industries, also die, die auch die ganzen Satelliten und Roboter hier bauen. Warum wird mir eigentlich der Kollege da oben... Der wurde mir jetzt irgendwie nicht als feindlich angezeigt, oder? Müsste der nicht rot sein? Wieso wird der mir nicht als Feind angezeigt? Na gut, ich gehe mal weiter. Ich habe keinen Bock auf den. Bestimmt ist das voll der Riesenfehler. Wahrscheinlich ist das der eine Mimir-Roboter, mit dem ich mich anfreunden kann. Aber ich mach's nicht und deswegen habe ich jetzt die Arschkarte über kurz oder lang. So, die Vollstrecker hier sind zwar die schwächsten Roboter, aber sie sind immer noch viel zu stark. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal direkt weiter hier. Ins große Finale. Wahrscheinlich bin ich mega, mega unterlevelt und viel zu schwach. Aber ist jetzt auch egal. Guck mal ganz kurz, was hier punktemäßig geht. Da geht doch was punktemäßig. Hallo, hallo, hallo. Wenn ich Schaden erleide, gebe ich Rauch ab. Was ist besser? Rauch abgeben oder permanente Gesundheitssteigerung um einen Trefferpunkt?
Ich will das mit dem Rauch sehen. Komm. Ich guck mir das jetzt mal an, wie das aussieht, wenn der Rauch abgibt. Also sprich, er furzt ordentlich, wenn er einen Schuss abkriegt. Das finde ich gut. So mache ich das nämlich auch. Das wissen viele ja gar nicht, aber das ist eine normale, auch menschliche Abwehrreaktion, einfach richtig hart zu furzen, sobald man angeschossen wird. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich in die Hose macht, weil man Schiss hat, weil man auf einen geschossen wird. Nein, nein, nein. So gar nicht. So, wir müssen immer noch Eden erreichen. Am Grab der Altvorderen sind wir jetzt vorbei. Jetzt müssten wir langsam mal in diese Stadt kommen. Ist das jetzt sozusagen der Stadtrand von dieser verbotenen Stadt? Die verbotene Stadt. Das might get rough. Okay. Ja, rough finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Also ich mag es natürlich rough so normalerweise, aber hier im Spiel hätte ich es natürlich gerne ein bisschen schmusiger. Boah, ich habe jetzt so viele... Jetzt kann ich mich aber auch direkt hierher teleportieren, ne? Jetzt könnte ich auch nochmal kurz in die Arche gehen. I don't get it. Should I talk to this thing? Is it like smart or what? Let's just try to get through the city peacefully. Alter Falter, das sind... drei so eine Viecher. Boah, kacke. Okay, ein Schwächerer. No termination, okay. I don't think they're talking to us. They're talking to the people who died here. Ja, put down your weapons. Machen wir aber nicht, wir schleichen vorbei. Ich befürchte zwar, dass wir dadurch jetzt eine Menge Erfahrungspunkte liegen lassen. Aber ich weiß nicht, die erscheinen mir irgendwie eher problematisch da, die Gegner. Wobei ich überlegt habe, ob ich die Erfahrungspunkte nicht mitnehmen soll, zumindest es probieren soll, und ich speichere jetzt einmal ab und probiere dann einfach mal so einen Kampf und vielleicht wird's ja was. Höchstwahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich muss ich laden und das dann halt nochmal probieren, ohne die anzugreifen, aber EMP-Granate... Aber vielleicht kann man ja gleich als am Anfang die MP-Granate werfen und dann sind die handzahm da unten. Wäre jetzt eine Möglichkeit. So, von hier oben habe ich aber nur mit zwei Leuten Blick nach unten, oder? Ne, mit dreien, wenn ich hier mich auch noch hinsetze. Ich mache das jetzt mal. Das wird total schief gehen, aber den Spaß gönnen wir uns. Ich werfe da jetzt mal eine EMP-Granate runter. Und versuche die dreimal fertig zu machen. Auch wenn das nichts wird. Ich gebe allen eine EMP-Granate mit. Allen meinen Kollegen. Haben sie. Sehr schön. Und dann... Let's try this out. Okay, du setzt dich hier hin. Du setzt dich hier hin und... Der Kollege setzt sich hier drüben hin. So, wie sieht's denn hier aus jetzt? Also, angenommen, ich starte durch mit Mademoiselle. So. Dann kann sie doch von hier oben jetzt eine EMP-Granate werfen. Ich drehe mal so. Ich weiß ja, dass meine Kollegen da oben sitzen. So, dann werfe ich jetzt mal eine EMP-Granate. Ich kann leider nicht alle treffen, ich kann aber... Kriege ich die beiden hier hinten? Die hinteren? Nee, auch nicht. Ich kann nur die beiden vorderen betäuben und dann auf den hinteren schießen. Na gut, dann betäuben wir erstmal die hier vorne. So, das hat aber jetzt ihr Kollege doch bestimmt mitbekommen, oder? Bisher nicht, aber er wird die Schüsse hören. So. Selbst den da hinten kann ich noch angreifen. Dann greife ich doch sinnvollerweise zuerst den weiter hinten stehenden an. Der eben nicht betäubt ist. Die beiden sind ja hoffentlich noch wenigstens ein, zwei Runden betäubt. So, was haben wir denn hier? Wir haben
Crit-Chance 50%, das ist natürlich mega gut. Ich hoffe, das klappt. Von hier oben habe ich auch noch richtig gute Sicht. Treff also in jedem Fall und schön weggekrittet. Sehr gut. So, jetzt sind die am Zug. Jetzt kann er hier rumhüpfen. Dummerweise geht er in Deckung. Das ist sehr, sehr schlecht. Aber kann uns ja fast egal sein. Wir schießen halt einfach erstmal auf die, die noch nah dran stehen. So. Weil jeder, den wir ausschalten, bevor sie uns angreifen, ist ein Riesengewinn. So. Wie sieht's denn mit der anderen Waffe aus? 100% und wir machen ähnlich viel Schaden. Dann nehme ich doch lieber die 100%. Schön. Und dann können wir mit dem Enterich jetzt den da hinten ausschalten. Und dann haben wir nämlich ein Problem weniger. Boom. So, jetzt sind die Gegner dran. Jetzt müssen wir mal gucken, was der hier vorne macht. Der ist jetzt auch schon halb tot. Schießt, macht ordentlich Schaden. Also 4 plus die... Er hat ja noch 3 Schild, also macht 7 Schaden. Das ist natürlich schon auch viel eigentlich. So, gucken wir mal, dass wir trotzdem erstmal den hier weiterhin beballern. 20% Crit-Schaden, naja, besser als nix. Besser als nischt. So, dann kann ich mit dem den Kollegen treffen? Nee, kann ich nicht. Aber ich kann... Kann doch bestimmt... Naja, 50% halt, ne? Gut, nehmen wir so. Und treffen. Ha! Sehr gut. I like it. So, dann lade ich mal ihr Plasmagewehr nach. Und wie sieht es mit dem anderen aus? Keine Feuerlinie. Dann nehme ich doch lieber den 100% mit dem Crit-Schaden. Gerne. Sie hat mittlerweile echt viel kritischen Schaden, also hohe Wahrscheinlichkeit. 55%. Das ist schon cool. Bormin muss ich natürlich jetzt sehr aufpassen, dass der nicht aus den Latschen kippt. So, den hier vorne, den könnten wir sogar jetzt diese Runde vielleicht kriegen. Boah, super gut. Pharaoh, du bist meine neue Lieblingsfüchsin. Ich kenne nicht so viele Füchse, ist jetzt vielleicht auch gar nicht so was Tolles, aber egal. Okay. Ja, aber guckt euch das doch mal an, wie das hier läuft. Robotergemetzel par excellence. So, und jetzt 50%. Naja, müssen wir nehmen, ne? Daneben. Schade. Dann darf der Gegner jetzt noch einmal. Schießt auch daneben. Ist jetzt eher eine schwache Vorstellung, was ihr hier macht. Ja. Yes! Robogemetzel. 5 Minuten. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich musste nicht mal irgendwie laden. Einen ganzen Level bekommen. Ist ein bisschen wenig. Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass ich da wenigstens 1,5 oder so kriege. Ich meine, das waren schon, oh Mann, lasst mich doch durch, hallo. Das waren jetzt schon Gegner, die waren so stark, dass ich gesagt hätte, so im, ohne dass ich sie jetzt überrasche und ohne dass ich so eine überlegene Position habe und so und 2 davon betäubt habe für mehrere Runden, hätte ich mich mit denen nicht anlegen wollen. Aber ist natürlich cool hier, die ganzen Waffenteile. Sehr schön. Gut, ich würde vorschlagen, bevor ich weitergehe, mache ich jetzt hier an der Stelle eine Pause. Gehe vielleicht nochmal kurz in die Arche und gebe nochmal die Waffenteile da aus. Ich habe ja jetzt erstmal relativ viele und kann mir wieder ein bisschen was leisten. Nächste Folge geht es dann hier an der Brücke weiter. Und dann schauen wir mal, was die verbotene Stadt noch im Petto hat für uns. Ich hoffe, es wird nicht schlimmer. Bisher war es okay. Aber bisher konnte ich die Gegner halt auch austricksen, sagen wir es mal so. Naja, mal sehen, ob mir das weiterhin gelingt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.